So, jetzt kommt unsere wichtigste Zutat zu dem Burger, unser Eisbeinfleisch, was wir dafür verwenden. Wir nehmen halt kein Hackfleisch, wie es normal sonst üblich ist, sondern eine andere Variante ist unser Eisbein und was wir so eine Art wie Pulled Pork verarbeiten. Das ist hier ein Pökel-Eisbein, ein Schinken-Eisbein, das heißt, das ist aus dem Hintern Viertel, also aus den Hinterkeulen gemacht, ist gepökelt, haben circa eine Größe von einem Kilo und aus so einem Stück sollte man so ungefähr 3 bis 4 Burger rauskriegen. Wer mehr Fleisch möchte oder deftiger möchte, dann 2 Kilo oder 1,5. Das Eisbein haben wir vorher gekocht. Das wird in reichlich kaltem Wasser erstmal angesetzt. Man lässt es einmal kurz aufkochen. Da bilden sich meistens dann noch so Trübstoffe auf der Brühe. Die nimmt man mit einer Schaumkelle ab. Danach gibt es Gewürze dazu, das heißt Lorbeerblatt, Piment, Pfefferkörner und noch etwas Gemüse, Zwiebeln, Möhren, Sellerie, Porree. Salzen brauchen wir es ja nicht mehr, weil es ja Pökeleisbein ist. Das heißt, es wurde ja schon eingesalzen und hat dadurch schon einen guten Eigengeschmack. Und das lassen wir so circa 2 Stunden kochen. Da muss man beachten, dass es etwas länger kocht als ein normales Eisbein, weil wir nachher das Fleisch praktisch zerpflücken wollen. Und da kann es ruhig etwas weicher sein. Entfernt erstmal Knochen und die Schwarte. Sie sehen, das geht relativ einfach, weil es doch ziemlich weich ist, aber das ist genau richtig so. Die Schwarte kommt auch weg. Wer es möchte, kann sie dran lassen, aber es ist eigentlich schöner, wenn man nur das schiere rote Fleisch hat. Schneiden das nochmal in kleinere Stücke, damit man nicht so eine lange Fasern hat zum Schluss. Und dann nehmen wir uns eine Gabel her und zerpflücken damit quasi unser Eisbeinfleisch. Das kann ruhig etwas feiner sein, damit das dann nachher auf dem Burger auch gut zusammenhält. Und wir wollen ja einen warmen Burger haben, also geben wir das Fleisch noch mal kurz in die Pfanne und schwenken es noch mal durch, das heißt, wir braten es noch mal kurz an. Ein ganz klein wenig Öl, denn Fett ist ja noch genug dabei. Die Pfanne lassen wir schön heiß werden und geben dann das Fleisch dazu. Und alles wird nochmal schön von allen Seiten angebraten. Wir können dann noch etwas Pfeffer dazugeben und zum Schluss noch etwas Meerrettich. Der gibt dem Ganzen eine bisschen pikantere Note und der Meerrettich ist eigentlich auch ein typisches Erzeugnis, ein typisches Gemüse aus dem Spreewald hier. Da verwenden wir natürlich auch regional, geben wir so ungefähr einen Löffel dazu. Das Ganze wird nochmal schön durchgeschwenkt, durchgemengt und dann ist es auch schon fertig. Dann nehmen wir unser Brötchen, das ist hier ein Körner Vollkornbrötchen, kommt auch aus unserem regionalen Bäcker. Das schneiden wir ganz normal, wie es gehört für einen Burger, einmal auf. Nehmen das Unterteil, das wird dann mit unserer Senfsoße bestrichen. Darauf geben wir dann Gewürzgurken, natürlich auch aus dem Spreewald. Die haben wir ja auch von einer ganz kleinen Einlegerei in der Nachbarschaft. Ist eigentlich auch also dadurch immer frisch. So, wir können noch ein paar Scheiben ringsherum geben. Und da wir ja im Spreewald hier sind, haben wir noch ein paar Senfgurken dazu. Und natürlich die saure Gurke oder Salzgurke. Gut, da sieht das alles ein bisschen hübscher aus. Setzen wir uns einen Ring hier drauf, geben Krautsalat dazu, drücken das alles schön fest, damit das zum Schluss auch eine schöne Form hat und nicht auseinanderfällt. Dann kommt unser Fleisch dazu. Auch wieder alles gut festgedrückt. Auf das Fleisch kommen noch mal ein paar Röstzwiebeln, der Deckel vom Brötchen auch noch mal. Etwas von unserer Senfsoße und dann das Ganze vorsichtig abziehen und der Deckel drauf und fertig ist unser Spreewaldburger.
Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.